Die Mächte der Götter. Wo wird es jene hinführen, die sie suchen? Tja, meine lieben Freunde, damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Lufia The Ruins of Law, Folge 161. Leider mit knapp 2 Wochen Verspätung, denn letzte Woche kam die Doppelfolge am Freitag und Samstag nicht, denn ich kam nicht zum Aufnehmen. Erst heute wieder und übermorgen kommt diese Folge, glaube ich, online. Wir waren das letzte Mal stehen geblieben hier bei Ragula, der ganz dringend mal zum Augenarzt sollte, denn das sieht nicht gesund aus, kann ich nur sagen. Wir haben das letzte Mal irgendwas von ihm weggekickt. Irgendeine Art Ball, die er uns zugespielt hat und wir waren Spielverderber und haben ihn einfach weggeschlagen. Und daraufhin fielen ihm nur 3 Punkte ein. Dann kam der Cliffhanger und jetzt geht's weiter und wir schauen mal, was er uns nach diesen 3 Punkten zu sagen hat. Du hast vielleicht die andere... Nein, so, wie hatte ich den denn das letzte Mal? Ich weiß es nicht. Ich hab gar keine so eine Bösewicht-Stimme, habe ich gar nicht zur Verfügung in meinem Repertoire, das sehr überschaubar ist. Weiß ich jetzt nicht so genau. Also du hast vielleicht die andere Hälfte gefunden. Aber du kannst die komplette Kraft des Biests nicht kontrollieren. Nur ich alleine bin es wert, das überhaupt zu können. Du wirst um den Tod betteln, wenn du meine wahre Kraft erlebst. Gut, das war wohl durchaus absehbar, dass wir jetzt hier in einen Bossfight gelangen. Ich bin etwas, nun ja, das ist alles ein wenig, ich weiß nicht so recht. Und ich sehe gerade, die HP sind ja gar nicht voll auf... Die HP sind gar nicht voll aufgefüllt, das ist ja ein bisschen blöd. Und die Installment Points bei Elden sind ja auch eher so nicht so gut. Drago ist dabei. Ich glaube aber, wenn bei dem die Installment Points... Oder die Installing Points, ich weiß gar nicht, wie es richtig heißt. Wenn die bei dem auch bei 0 sind... Dann können wir gar nicht installieren. Das heißt, das war jetzt irgendwie alles voll sinnlos. Na toll. Dann versuchen wir erstmal ganz schnell. Kann Rami eigentlich mittlerweile scannen, sag mal? Kann die das? Ich will nur mal schnell rausfinden. Und ich darf, ganz wichtig, ich darf die 2 nicht überspeichern. Denn sollten wir das jetzt hier nicht schaffen und müssen nochmal irgendwie zurück, dann müssen wir über die 2 wieder zurück. Macht Sinn, oder? Oder ergibt Sinn, je nachdem. Was wollte ich denn jetzt mit Rami machen? Ich hätte mir vorstellen können, dass wir vielleicht mit der einfach erstmal gar nichts machen und, Destroy. Chance of Instant Death. Funktioniert, glaube ich, beim Bossfight nicht und ich glaube, das wiederhole ich jetzt auch schon zum 10. Mal ungefähr. Obliterate. Good Chance of Instant Death. Funktioniert, glaube ich, beim Bossfight nicht so gut. Tja, da ist ein bisschen die Frage, was war Valor? Okay. Das sollten wir uns mal noch behalten, denn das ist ja so ein bisschen das Miracle, von dem wir gar nicht mal so viele im Inventar haben, wobei wir ja ein paar gefunden haben. Tja, da bin ich jetzt nicht so sicher. Imitate Copies. Save Battle. Used once, weißt du? Irgendwelche Scheiße. Was war Rally? Achso, ein Viertel, das ist sinnlos. Und Divine Ray. An all-powerful flash of holy light. Aber all enemies ist halt ein bisschen übertrieben. All enemies. Ich glaube, das hier unten geht alles. Auf alle. Banishment. Strong burst. Holy light. Ist aber vielleicht gar nicht so schlecht. Aber es ist alles so teuer. Ich hänge hier zu lange rum. Wir machen jetzt einfach einen normalen Angriff und gucken erstmal, wie es wird. Ragul. So, mit euch mache ich natürlich erstmal wieder Rapid Fire. Wir verfolgen Schema F weiterhin, denn man weiß ja nie, was passiert. So, wo haben wir es denn? Rapid Fire, da oben und rechts. Na toll, Torma, na toll. Und Bauch kann wieder nichts anderes außer angreifen. Okay, Rami zieht 27 ab, das ist nicht schlecht, sag ich mal. Die Animation fehlt 147. Also die Verteidigung von ihm ist nicht so gut offensichtlich. Oder wir sind einfach viel zu powerful. Das kann natürlich auch sein. 151, was ist denn hier los? Ich hätte mal Scan machen sollen, ne? Critical 238. Okay, Double Hit nicht gut. 86!
Alter, das ist bescheuert. Ich nur mal ganz kurz nebenbei bemerkt, das ist bescheuert. 86. Cool, können wir gleich mal einen Heal Plus machen auf Thoma, denn wegsterben sollte hier keiner. Dann macht er am besten irgendeine Attacke, die voll auf uns alle draufhaut. Das wäre so mega cool einfach. Ich hätte mal Scan machen können. Nö. Überraschungseffekt ist mir hier sehr wichtig. Naja. Okay, wie viel haben wir ihm jetzt schon abgezogen? 240, 390, 520. Jetzt haben wir ihm schon 820 abgezogen, so ungefähr. Ich weiß nicht, wie viel er hat. Ich sag mal, der King Jelly da, also hier Big Red Jelly oder was weiß ich. Okay, wir haben ihm 950 Punkte jetzt schon abgezockt. Ich weiß nicht, wie viel der hatte. Ich hatte es gelesen, ich habe es aber vergessen. Ich weiß nicht, hatte der 5000? Keine Ahnung. Deswegen, ich kann es auch nicht richtig einschätzen, ob jetzt der Endboss von der Ahnenhöhle der stärkste Gegner ist. Weil ich meine, ist ja schon ein ziemlich beschwerlicher Weg darunter. Allerdings sind wir hier zu viert und deswegen, naja, mal sehen. Ich mache jetzt noch einmal Rapid Fire, danach würde ich vielleicht schon auf Fury gehen. Aber die haben halt beide, glaube ich, nicht so viele AP. Es ist schon zu lange her, ich habe schon zu lange. Vor allem kann Ragul jetzt gleich angreifen und macht uns irgendjemanden komplett kaputt. Am besten geht er auf Rami, das wäre natürlich ideal. Dann Critical und dann sofort One-Hit. Ich hoffe nicht, dass es dazu kommt. Jetzt sind wir, glaube ich, bei 1110 so ungefähr. 1250. Circa. Ach, Rami hatte ja auch noch was abgezogen. Sagen wir mal 1300. Double-Hit auf Bau, das wird wehtun. Darf ich eine Schätzung abgeben, wie viele Lebenspunkte Bau eigentlich insgesamt hat? Ich glaube 205 oder so. Wegsterben ist eigentlich nicht so cool. Wieso hatten das bei dem jetzt 203 abgezogen? Wenn es bei Thoma doch eben nur 86 abgezogen hat. Ich meine, ja, Bau hat eine geringere Verteidigung, aber hallo? Irgendwie mal Maßstab und so? Okay, wir hauen den jetzt voll auf den Maul drauf. Oder? Ich speichere mal auf die... Ich weiß nicht, wo ich hinspeichern soll. Ich speichere mal auf die 5 einfach. Ich hoffe, das war jetzt kein Fehler. Bloß nicht auf die 2, ganz wichtig. Komm, Thoma, dann haust du auch schon mal Fury raus hier. Tja, Rami, können wir hier Full Heal machen, sag mal, irgendwie? Ich gebe nur hier Plus Heal All. Heilt bei allen alles, aber hier nur Recovers a large amount, statt dass er gleich hingeschrieben hättet 100. Nö. Nö, du, lass mal. Ich würde das jetzt aber mal auf Bau machen, schnell. Das heißt, wenn er danach nochmal Bau angreift, ist er sowieso hinüber. Also, naja. Wir schauen mal. Jetzt habe ich nicht mitgezählt. Sind wir schon 1300? 1650 ungefähr. Ungefähr. Das ist irgendwie nicht so cool. 2050. Starburst. Okay, was kommt jetzt? Okay, Eldin ist irgendwie immun dagegen. Hat bei allen jetzt nicht so unfassbar viel abgezogen. Das ist sehr gut. Wir machen jetzt mit Fury weiter. Allerdings hat Thoma echt wenig AP. Das ist nicht gut. Aber ist egal, müssen wir jetzt durch. Oder Thoma macht nochmal Rapid Fire. Das ging ja natürlich auch. Was soll's? So, Rami, du müsstest mal. Heal All ist zu teuer. Verflunkt. Du machst nochmal einen Heal Plus auf Bau. Und Bau greift jetzt mal nicht an, sondern guckt mal im Beutel, was wir hier so haben. Eine High Potion zum Beispiel. Lohnt sich aber gar nicht. 30 Sanity Pills. Wozu? Ein Terrorball. Bringt's das in einem Bossfight? Man müsste es mal probieren. Wollen wir es mal probieren?
Ich meine eigentlich, ne? The Power of Death. Ich bin nicht sicher. Ich glaube, es funktioniert in den Bossfighten nicht. Ich speichere mal auf die 6. Jetzt einfach mal. Ich würde vielleicht dann gleich zurückspringen auf die 6. Also zu Beginn vor dieser Runde. Okay. Dann einfach so. Das lohnt sich ja mal gar nicht. Also schätze ich mal, dass es so zwischen... Naja, 2,5 wir da gehabt haben. Gut, okay. Das... 0 Erfahrungspunkte. Na, das klingt doch gut. Allerdings ging das jetzt ein bisschen zu schnell. Ich bin Odin. Ich bin zurückgekehrt durch den Körper, weil Descendants... Keine Ahnung, was das heißt. Okay, alle sind erstaunt, nur Ruby ist nicht. It is I that create... It is I? Was für ein komischer Anfang. Ich habe das Biest auf der Suche nach ultimativer Kraft kreiert. Wenn sein Körper und seine Seele zu einem werden, das große Biest Goliath wird wieder auferstehen. Euer Widerstand endet hier. Auch nur mit halber Kraft, da sollte ich euch vernichten können. Ich bin irritiert. Ich bin irritiert. Okay, Schema F. Ne? Wir machen jetzt einfach mal dasselbe, was wir eben... Die Musik verwirrt mich. So, Eldin, was machst du mal? Ja, wir müssen erstmal wieder ein bisschen Geschwindigkeit aufbauen, würde ich sagen. Deswegen erstmal wieder ein bisschen Rapid Fire. Ich bin gerade echt verunsichert, weil das Vieh sieht fürchterlich aus. Also der kann ja nichts. Ich wollte mal mit dem Terrorball nur mal spaßeshalber, weißt du? Ich speichere nochmal auf die 6. Goldiak. Ich hätte mal Scan machen können, ne? Nö, nö, nö. Vielleicht gleich noch. Müssen wir mal sehen. Okay, 160 Verteidigung, also ähnlich. Die Musik ist irgendwie so merkwürdig. Die hat gar nicht den Drive, den die Musik sonst hat. Ist eher so eine Dungeon-Musik. Terrorball. Jetzt bin ich mal gespannt. Vielleicht gehen wir gleich zurück auf die 6. Vielleicht lohnt sich's einfach alles nicht. Okay. Das hat's nicht gebracht. Big Bang. Ich gehe nochmal zurück auf die 6, denn der Terrorball war sinnlos, so wie ich es mir schon gedacht habe. Stattdessen, er wird ja vermutlich jetzt wieder, das ist ein kleiner Vorteil, aber nur ein ganz kleiner, wieder Big Bang machen. Gebe ich Rami jetzt mal schnell eine High Potion? Ich sag mal, wir haben davon 10. Allerdings ist Bau dran, bevor er angreift, also wäre das Verschwendung. Ich weiß es nicht. Ich würde ihm aber einfach mal so eine Potion geben. Weil sterben muss ja nicht sein. Okay, das zieht wieder 160 ab. Das ist ja sehr interessant. Ich würde trotzdem zu Beginn der nächsten Runde mal schnell Scan machen. Einfach um zu sehen, was er so drauf hat. Und offensichtlich nimmt Eldin keinen Schaden, sondern kann den um... Ach so, nee, das ist wegen diesem Mirror Shield oder was er da hat. Aber das funktioniert halt auch nicht immer. Meistens, aber nicht immer. Also was heißt meistens? Ich nehme mal an, die Chance liegt bei 50%. Ist schon brutal viel. Und wird wohl jetzt auch wieder klappen. Aber es zieht bei den anderen halt... Nein, es klappt natürlich nicht. Warum auch, ne? Okay, wenn er in der nächsten Runde wieder Big Bang macht und nicht alle geheilt sind, dann gehen alle drauf. Also die rechten beiden da. Und Rami darf nicht draufgehen, die muss heilen.
Okay, dann haben wir nochmal. Ich speichere erstmal auf die 7. Würde ich jetzt mal schnell Rapid Fire machen. Mit Torma würde ich mal Rapid Fire machen. Wobei Torma könnte mal schnell einen Miracle Hit machen. Das wäre vielleicht auch ganz gut. So, Rami, du musst dich mal selber heilen. Und Bau haut sich einfach mal eine High Potion rein. Komm, wir haben 10, das muss reichen. Alles ist gut, solange der nicht schnell ist, der Typ. Und ich habe die Befürchtung, dass der noch schnell wird. Vielleicht kann der auch irgendwelche Fähigkeiten, die ihn schneller machen. Okay, gut. Torma hat sich 50 Lebenspunkte geheilt, das ist gut. Rami hat sich geheilt, das ist gut. Komm, Bau, du bitte auch noch, bevor er angreift. Sehr gut. Du hast einfach mal dieselbe Animation wie bei Heplosa. Oh, er kann auch Miracle Hit. Der Arsch. Okay, Rami muss sich auch schon wieder selber heilen, sonst geht sie drauf. Ja. Dann macht Eldin nochmal Rapid Fire, würde ich sagen. Torma macht jetzt mal schnell. Ich würde jetzt gerne, spaßeshalber, ich speichere nochmal auf die 7, mache ich nochmal Scan, einfach um zu sehen, woran wir hier eigentlich sind. Rami muss sich selber heilen. Und Bau. Ja, Bau greift einfach mal an, würde ich sagen. Er kann ja sonst nichts. Ich würde aber ja eh gleich nochmal zurückspringen wegen Scan und so. Und so. Mal sehen, was da jetzt steht. Oh je. 7300? Willst du mich verarschen? Alter. Ich bin ein bisschen irritiert. Mist, ich habe auf den falschen Moment diesen hatten wir. Das war gerade noch der mit dem Terrorball. Alter, 7300. Ich kack mir in die Hose. Das ist ja unfassbar. Das ist ja unfassbar. Okay, einmal noch Rapid Fire und danach müssen wir volle Ladung auf Fury, beziehungsweise, ach Mensch, ich nehme gerade was auf. Immer kriege ich Nachrichten, wenn ich gerade was aufnehme, weißt du? Sonst nie. Healplasm wollte ich mit Rami machen. Auf sie selber und Bau greift an. Und wir gucken mal, wohin sich das... Alter, 7300. Das heißt, er hatte am Anfang so ungefähr... Weiß ich nicht, 9000? Vielleicht auch nur 8000. Ich habe jetzt nicht mitgekriegt, wie viel wir ihm schon abgezogen haben. Scheiße. Das ist scheiße, Freunde. Das ist scheiße. Ich meine, wir haben Miracles, wir haben High Potions, wir haben Revives, wir haben alles eigentlich. Okay. Jetzt ist die Frage, nochmal Rapid Fire oder jetzt wirklich Fury ohne Ende? Ich kann es nicht ganz einschätzen. Ich meine, Eldin hat genügend AP. Ich bin gerade... In meinem Kopf laufen ein Haufen Denkprozesse, dass das jetzt hier funktioniert. Weil ich weiß nicht, was die Alternative wäre. Deswegen. Okay, ich speichere nochmal auf die 6. Und wir gehen auf Fury. Torma, würde ich sagen, macht jetzt mal... Den Miracle Hit braucht er eigentlich nicht. Der kommt, der macht auch Fury. Was soll die Scheiße? Was kann Rami machen? Rami muss gleich wieder heilen. Das heißt, sie kann jetzt eigentlich auch mal schnell mit reinhauen und ihre 20 Schadenspunkte mit reinlegen. Komm, wir greifen einfach mal alle an. Die Frage ist, wie viel zieht ein Fury ab bei ihm jetzt? 300. Das heißt, wir brauchen nur 24 Fury-Angriffe. Dann ist er schon hinüber. Sehr interessant. 15! Das ist mehr, als ich gedacht hätte. 84. Okay. Solange es Attacken sind, die nur auf einen gehen, ist das hier alles völlig in Ordnung. Da kann der so viel rumhauen, wie er will, weil wir können es ja dann sofort wieder heilen.
Problem ist es dann, wenn ich an der Attacke vorbei scrolle, beziehungsweise wenn es auf alle geht. So, Rami, Heal Plus bitte. Bin so froh, dass Rami so viele AP hat. Das ist echt ein großer Ballast, der mir da genommen wird. Also so um die 300, wie gesagt, sind es 24 Angriffe. Also jetzt noch ungefähr 20. Dann haben wir ihn. Aber das sind halt schätzungsweise 7 Runden, in denen nichts passieren darf. Double Hit. Naja, scheiße. Ich glaube, Bau ist jetzt tot. Noch nicht ganz. Aber fast wahrscheinlich. Wieder ganz knapp von dem Tod von der Schippe gesprungen. Vielleicht kann Double Hit einen auch nicht töten. Ich weiß es nicht. Meine Frage ist jetzt, ich will es nicht mit Alien machen, aber gibt es irgendwas, was die HP wiederherstellt? Ein Miracle. Das ist aber eigentlich zur Wiederbelebung gedacht. Und Nektar. Nektar stellt im Kampf HP und AP wieder her. Ansonsten sehe ich hier leider nichts, aber Nektar haben wir, glaube ich, auch einfach gar nicht. Der Meat Cube, die ganze Kacke hier. Wir haben 4 Miracles und 8 Wiederbelebungen. Doch, wir haben einen Nektar, haben wir. Known as the Drink of the Gods. Ja, bloß nicht hinschreiben, was das macht, ne? Tja, nun. Eine Ex-Potion haben wir auch. 300 HP. Aber da haben wir nur eine leider gemacht. Da brauchten wir ja noch irgendwas dafür, was wir nicht hatten. Okay. Eldin muss angreifen. Idealerweise mit Fury. Vielleicht schiebe ich auch nachher nochmal einen Rapid Fire rein, wenn das geht. Müssen wir mal gucken. Okay, Torma macht mal. Ja, Torma macht auch Fury, komm. So, Rami hier Plus auf Bau. Und Bau knallt sich selber noch eine High Potion rein. Damit er hoffentlich nicht wegstirbt. Oh! 432 für Critical. Schön. Dann geht's natürlich ein Stück schneller. Beziehungsweise. Oh! Torma auch ein Critical? Was ist denn jetzt los hier? Es wäre eigentlich cool, wenn bei den Heilungsprozessen hier, wenn es da auch Criticals gäbe. So nach dem Motto, es heilt dann nicht 100, sondern 130 oder 140. Das wäre irgendwie cool, aber dafür waren offensichtlich keine Variablen mehr da. Mit etwas Glück. Mirror, jawoll! Nice! Okay, die sind leider alle ein bisschen im Arsch. Ist mir egal, Eldin ist der Einzige, der hier ordentlich angreifen kann. Also Torma auch, aber Eldin ist halt ein ganzes Stück kräftiger. Torma macht mal einen Miracle Hit, würde ich sagen. Rami muss sich unbedingt selber heilen, die darf nicht sterben. Und Bau. Wir haben noch 8 High Potions. Scheiß drauf. Bevor hier einer stirbt, gehe ich das Risiko lieber ein, dass wir da nichts mehr haben. Und dass dann alle sterben, weißt du? Aber gut. Die 163. Okay, 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 okay. Ich bin guter Dinge. Vielleicht kann er noch andere Attacken, die uns total auseinandernehmen, aber im Moment sieht's gut aus. So, Eldin. Fury, bitte. Mal bitte nicht dran vorbei, danke. Eldin, würde ich sagen, macht nochmal einen Miracle Hit. Sicher ist sicher. Auch wenn das nur die Hälfte von Fury abzieht. Irgendwie logisch. Rami. Ich glaube, es bringt auch nichts, wenn sie jetzt irgendwas wie Flash oder Bolt macht. Das hat alles immer nicht so viel abgezogen. Deswegen könnte sie ja auch einfach mal verteidigen zur Abwechslung. Und Bau greift an. Wieder ein Critical. Was ist denn hier los? 450 fast. Heftsch. Das ist doch heftsch. Wenn es so weitergeht, dann machen wir das. Mindblast. Scheiße. Es ging daneben. Was für ein fucking Glück. Okay, das war eine gute Runde.
Wir machen aber sofort weiter. Und das Glückliche ist, Mindblast geht scheinbar nur auf einen. Das ist ideal. So, dann macht Thoma auch nochmal Fury. Rami verteidigt sich und Bao greift an. Ich kann jetzt auch nicht einschätzen, ich hatte davon gelesen, dass die Macher davon ausgegangen sind, wenn man in diesen Kampf hier geht, Level 60 hinter sich haben sollte, mit allen. Ich meine, Elden ist glaube ich Level 43 oder so und die anderen sind ein paar 30. Weiß ich jetzt nicht so richtig, ne? Okay, wir machen weiter mit dem Plan hier. Solange es noch funktioniert, machen wir damit einfach weiter. Bei Thoma wird's dann, gehen wir langsam aufs Ende vom ersten Drittel der AP zu. Das ist aber alles okay. Rami macht einen Healplus auf Bao und dann kann Bao angreifen. Ist aber auch wirklich eine Hausnummer, möchte man wirklich mal sagen, so. Noch schöner ist alles über 300, aber 250 ist auch gut. Ich würde ja gerne spaßeshalber nochmal Scan machen, um zu sehen, wie viel er jetzt noch hat. Ich habe vergessen mitzuzählen. Oh, nicht auf Rami, bitte. Okay, die ist verwirrt. Was macht ihr denn Confusion weg? Eine Sanity Pill, die muss Bao ihr aber geben. Bis dahin kann sie Unfug anstellen. Mit Pech. Vielleicht könnte ich auch Thoma mal eine Runde, aber das ist eigentlich doof, weil der ist so stark. Komm, bevor Rami hier Scheiße baut. Wobei, sie ist ja sowieso vor uns dran. Also eigentlich ist es egal. Komm, dann machen wir das mit Bao. Dann können die beiden hier weiterhin angreifen. Bao gibt ihr eine Sanity Pill. Da haben wir doch zum Glück genug. Gut, mit Elden hätten wir ein 0% Risiko gehabt, aber... Okay, wir hätten auch mit Thoma ein 0% Risiko gehabt. Scheiße! Die sind ja so viel schneller durch Rapid Fire. Sind die noch vor Rami dran? 390? Nice. Oh, du bist so blöd, Rami. Aber zum Glück bist du so schwach, dass du daneben haust. Scheiße! Ihr Ficker. Ja. Toll. Ganz toll. Bao, du musst die mal wiederbeleben, die Olle da. Bis dahin. Machen wir hier weiter Fury. Ich meine, wofür haben wir die Miracles, ne? Wofür haben wir sie halt? So, Bao, bitte einmal ein Miracle. And I'm looking for a miracle. Hört, einfach eine tolle Band. Ich weiß gar nicht, haben die irgendwann nochmal ein Album gemacht? Nach Wonderful Life und Miracle und Blind und so. Bao? Bist du so lahm, dass Elden hier nochmal drankommt, oder was? Hier ist was los, ey. Wo haben wir denn da? Miracle Hit auf wen? Auf Elden. Das ist okay, der hält das aus. Ah, look at her! Da ist sie wieder. 205, 262. Habe ich jetzt nicht ganz verstanden? Ist sie immer noch verwirrt, oder was? Ich glaube, nur die Animation stimmt noch nicht ganz. Beziehungsweise, das hoffe ich. Okay, Thoma ist unter 40 AP. Das ist nicht gut. Ah, nur die Animation hat noch nicht gepasst. Dann verteidigt sich Rami und Bao greift an. Und Elden ist... Ich kann nochmal. Okay, gut. Der ist einfach so ein bisschen The Flash. The Flash in klein. Flash in Flash and Bones. Ich könnte jetzt nicht mal sagen, wie man das getrennt voneinander artikuliert. Also der Flash im Sinne von der Blitz und, und Flash im Sinne von Fleisch. Das, Oh. Das ist ja 32.767 Erfahrungspunkte. Thoma Level 38. Agilität um 10 erhöht. Rami Level 38. Ja, brauchen beide noch 80.000 bis zum nächsten Level, 32.000 Gold.
Wie konnte das passieren? Diese Menschen, diese komischen Kinder, ich weiß nicht, was mehr ist, haben mich besiegt. Meine Macht, sie verschwindet. Ich kann sie nicht länger behalten. Wir haben es geschafft. Ja, wir haben ihn echt in den Arsch getreten. Elden? Elden? Oh boy. Torma, Rami, Bau! Greift nach ihm! Das Biest versucht, Eldins Seele zur Wiederbelebung zu benutzen. Er wird Eldins Körper absorbieren. Elden! Nein! Nein! Irmis? Ich werde auf Elden aufpassen. Du konzentrierst dich auf Goldiak. Hey, Elden, wach auf! Ich mach mir Sorgen! Rubius! Irmis, scheißegal. Rubius! Dieser Platz ist am Verschwinden. Lass uns hier rausgehen. Scheiß auf die da. Los, bewegt euch. Oder muss ich erst handgreiflich werden? Ein bisschen rabiat. Aber Rubius. Sie war doch die ganze Zeit dabei und hat nichts gemacht. Außer ein paar Schriftzeichen übersetzen. Torma, Rami, Bau und du, Elden. Eure letzte Aufgabe ist es, dieses Land für immer zu versiegeln. Ihr müsst all die Steine zerstören, damit hier nie wieder jemand herkommen kann. Aber werdet ihr beide dann nicht... Es kann nur eine Shrine Maiden geben, also eine Schreinfrau, ich weiß jetzt nicht, wie das zu übersetzen ist. Aber wir waren Zwillinge. Jetzt weiß ich warum. Es war alles für diesen präzise ist falsch an der Stelle, für diesen einen Moment, diesen speziellen, bestimmten Moment. Nur wie das Biest. Wir sind zwei Leben von einer Quelle. Ich werde hier mit dem Biest für alle Ewigkeit bleiben. Direkt neben, beziehungsweise außerdem, ich bin nicht allein. Jetzt kann ich endlich meine Berufung als Priesterin erfüllen. Elden, Torma, all ihr Danke. Runkel, Funkel, alle gucken sich fragend an. Und dieser Platz wird Geschichte sein. Los geht's!
Seht nur, die zwei Türme. Sie sind am Einstürzen. Als die Türme einstürzten, Gratzer hat aufgehört zu invasieren und der Krieg kam zu einem Ende. Danke für alles, Barger. Ich werde ein Priester in Nassare werden. Ja, viel Glück. Es wird dort leichter für dich sein. Warum gehst du? Du hast gesagt, dass du bleibst. Du bist ein richtiger Lügner, Mau. Eigentlich habe ich meinen Körper immer gehasst, aber dann habe ich gemerkt... If the dome hadn't gone inside me, the dome... Doberan? Hund? Wie hab all those monsters? Ich würde hier nicht gar nicht sein heute. Ich sollte froh darüber sein, am Leben zu sein. Und nicht nur immer auf mich selbst, also runtergeschaut zu haben. Ich werde das ändern, weißt du? Aber ich habe dich wirklich gemocht, Mau. War das nicht genug? Zwei Heulsusen auf einem Platz. Ich werde stärker sein, wenn ich zurückkomme. Und du wirst für immer, immer mein bester Freund bleiben. Tschö. Keine Umarmung, nix. Nur ein paar warme Worte. Weißt du, Pixel, wenn du älter bist, dann werde ich dich ihn sehen lassen. Es wird gar nicht so lange dauern. Da hat er allerdings recht. Ach, kiek mal. Was machst du hier, alter Mann? Warum kannst du nicht einfach zurück in dein Bett gehen? Ach, du kleiner Little Punk. Kleiner Little Punk, sehr gut. Du hättest mich mal sehen sollen, als ich Kratze angegriffen habe. Das nennst du kämpfen? Die haben dich eingesperrt. Ey, hör mal auf, Torma. Das ist dein Großvater. Warum lässt du diese Attitüde nicht einfach fallen? Warum kommst du jetzt hierher? Du isst es praktisch jeden Tag hier. Ja. Denkst du etwa, ich bin hier, um dich zu sehen? Ich sehe nur nach deinem Großvater natürlich. Ach. Torma, du bist nicht wichtig. Pass the night. Maren, wie lange wirst du denn noch hier bleiben? Ich habe darüber nachgedacht, weiterzuziehen. What's bound like? Was? Was? Magst du mich etwa nicht um dich haben? Was? Natürlich. Also eigentlich, hör zu. Du sollst diejenige sein, mit der ich meinen Kaffee von nun an jeden Tag teile. Habe ich das jetzt gerade wirklich gesagt? Ich meine, also eigentlich... Weinst du etwa? Ist das ein Ja? No. Und da schließt sich der Kreis. Habt Spaß und seid vorsichtig. Alles klar, Honey. So. Was denkst du? Schaffen wir die 40. Ebene heute? Na, wollen wir dann? Die Mächte der Götter. Wo wird es jene hinführen, die sie suchen? Ende. Präsentiert von Atlas. Okay. Ein bisschen schade.
ist jetzt, dass ich A drücke und dass tatsächlich gar keine Credits kommen. Ich hätte gedacht, da kommt jetzt wie bei jedem anderen Spiel eigentlich, dass da schnell die Mitwirkenden noch durchlaufen. Ich drücke einfach mal auf Continue und muss feststellen, dass ich jetzt mal schnell auf die... Worauf speichere ich denn mal? Ich speichere mal schnell auf die 8. Wenn ich Continue from Save mache, haben wir alle noch dabei. Das heißt, man kann das Spiel in dem Sinne, nachdem man es durchgespielt hat, nicht nochmal weiterspielen. Das finde ich allerdings ein bisschen schade. Wir haben nie rausgefunden, was sich in diesem Haus verbirgt. Wir haben so viele Dinge nicht rausgefunden. Wir haben Gubarik nie wieder in einem kriegsfreien Zustand gesehen. Oder die ganze Welt. Oh, das finde ich ein bisschen schade jetzt. Na gut. Dann, würde ich sagen, unfassbarerweise und leider doch wieder ein bisschen sehr abrupt. Wenigstens noch irgendwie so. Ich meine, es wurde die Geschichte dann von jedem erzählt hier. Aber so ein kleines Momentchen nochmal, dass man sich die Welt nochmal angucken kann und so. Schade eigentlich. Aber das ist ja bei den meisten Spielen so, dass bevor du in den allerletzten Abschnitt gehst, dass man da vielleicht nochmal speichern kann und dann eben, wenn man weiterspielen will, wieder da anfängt. Aber man kann es halt, nachdem man es durchgespielt hat, nicht nochmal normal weiterspielen. Also jetzt zum Beispiel noch in die Ahnenhöhle gehen. Müssen wir auch nicht, denn das haben wir schon gemacht in den letzten Folgen. Und ich glaube, dass das hier auch nur eine Folge wird, was wiederum heißt, mit Folge 161, die heute an diesem Donnerstag nicht, sondern an diesem Freitag kam. Deswegen kommt die Folge erst übermorgen, merke ich gerade. Tja, Timmy ist wieder auf der Höhe. Ich rede Quatsch. Übermorgen, heute ist Mittwoch. Oh Mann, ich bin echt ein bisschen durcheinander. Ich bin sehr froh. Einerseits bin ich froh, dass dieses Projekt zu Ende ist, denn das heißt wiederum, dass ich ein Projekt weniger habe, das ich fortführen möchte, will, und ein Projekt weniger, bei dem es ganz viel zu schneiden gab. Das habe ich mir jetzt endlich erspart. Es ist endlich geschafft. Wie schön. Andererseits ist es natürlich ein bisschen traurig, denn dieses Spiel hat mich und uns jetzt auf den, ich weiß gar nicht, ob auf den Tag genau, aber ungefähr ein Jahr und 4 Monate begleitet. Und das relativ durchgehend sogar. Und es ist nicht ganz ohne Grund das längste Projekt, folgenmäßig und ich glaube auch spielzeittechnisch, bei C-Movie. Also da kann man dann schon sagen, was man will. Das ist erstaunlich. Tja, nun sind wir am Ende angelangt. Alle Geschichten sind erzählt. Eine Frage stelle ich mir allerdings. Wo ist jetzt Aliens Vater wieder aufgetaucht? Also wo kam der? Es war doch sein Vater, oder? Bin mir nicht sicher, aber wo kam der jetzt her? Habe ich da irgendwas mit der Story? Ich muss mir die ersten Folgen nochmal angucken. Vielleicht erschließt sich dann alles. Nun denn, ihr Lieben, dann hoffe ich, ihr hattet auch ein bisschen Spaß zumindest bei diesem Spiel. Und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Projekt in irgendeinem anderen Video. Gerne auch eins, das schon ein bisschen älter ist. Oder dann eben in Bälde bei etwas anderem. Ihr müsst mal sehen, jetzt ist natürlich der Freitag und der Samstag, die sind ja jetzt frei nach diesem Video, also gerade morgen, sprich Samstag, weiß ich noch gar nicht, was ich da reinschiebe. Ich denke mal, der wird einfach für den Moment noch frei bleiben. Und was man danach macht, ich hätte da ja schon ein neues Projekt, das auch aus einer ähnlichen Zeit stammt wie dieses Spiel, allerdings nicht für den Game Boy Advance. Ich denke aber, dass wir auf diese Konsole früher oder später nochmal treffen werden. Jetzt momentan erstmal nicht, denn es gibt noch genügend andere Projekte, die noch zu Ende geführt werden müssen. Zum Beispiel müsste ich auch mal mit Scrapland weitermachen. Aber nach dieser Geschichte mit den Wahlkampfschiffen war das ja alles so ein bisschen... Mal sehen. In diesem Sinne, meine lieben Zuschauer und Zuschauerinnen bei und von C-Movie. Ich bin der Timmy, C-Movie am besten so. Und viel Spaß bei dem, was ihr jetzt nächstes macht. Und ich hoffe, bis bald.
Macht's gut. Und tschüss.